Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Gläubige, am Abend dieses Wochentages, mitten in der dritten Fastenwoche, haben wir uns versammelt zum heiligen Messopfer. Es ist eine gute Sache, wenn wir uns an Regeln halten, wenn wir uns an das halten, was irgendwie vorgegeben ist. Manche Dinge müssen wir uns sowieso halten, an Tag und Nacht, an Woche und Monat, an die Jahreszeiten, an Kälte und Hitze. Es ist einfach gut, wenn wir das annehmen und auch selber in unserem Leben uns Regeln setzen oder Regeln geben lassen. Die helfen uns. Regeln sind dazu da, dass sie uns helfen, dass wir nicht immer wieder überlegen müssen, soll ich das tun oder jenes, soll ich dahin gehen oder da. Wenn es klare Regeln und Wegzeichen gibt, dann braucht man das alles nicht. Und so ist es auch gut, wenn wir uns regelmäßig treffen hier in der Kirche, Sonntag für Sonntag, aber auch gelegentlich, vielleicht manche tun es ja, dass sie sich zur Regel machen, jeden Tag oder jede Woche, auch unter der Woche einmal. Das ist gut, das hilft uns weiter im religiösen Leben. Wir bitten den Herrn auch um sein Erbarmen, für alles, was wir gegen seine Regeln tun oder wo wir sie einfach beiseite schieben. Herr Jesus Christus, du bist die Erfüllung der Heiligen Schrift, Kyrie Eleison. Deine Weisung hat Bestand, Christe Eleison. Du bist das menschgewordene Wort Gottes, Kyrie eleison. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden,
gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, erneuere uns im Geist durch die Feier der heiligen 40 Tage, damit wir für dein Wort empfänglich werden, bereit zu Gehorsam und Verzicht, einmütig im Gebet und eifrig in Werken der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk: Israel, höre die Gesetze und Rechtsvorschriften, die ich euch zu halten lehre. Hört, und ihr werdet leben. Ihr werdet in das Land, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gibt, hineinziehen und es in Besitz nehmen. Hiermit lehre ich euch, wie es mir der Herr, mein Gott, aufgetragen hat, Gesetze und Rechtsvorschriften. Ihr sollt sie innerhalb des Landes halten, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr sollt auf sie achten und sollt sie halten. Denn darin besteht eure Weisheit und eure Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie dieses Gesetzeswerk kennenlernen, müssen sie sagen: In der Tat, diese große Nation ist ein weises und gebildetes Volk. Denn welche große Nationen hätte Götter, die ihr so nah sind, wie Jahwe, unser Gott, uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen? Oder welche große Nation besäße Gesetze und Rechtsvorschriften, die so gerecht sind wie alles in dieser Weisung, die ich euch heute vorlege? Jedoch nimm dich in Acht, achte gut auf dich. Vergiss nicht die Ereignisse, die du mit eigenen Augen gesehen und die Worte, die du gehört hast. Lass sie dein ganzes Leben lang nicht aus dem Sinn. Präge sie deinen Kindern und Kindeskindern ein. Wort des lebendigen Gottes. Dank. Auf Gottes Wegen wandle ich, solang ich leb auf Erden. Gott, du mein Vater, schütze mich und lass mich in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Deine Worte, Herr, sind Geist und Leben. Du hast Worte ewigen Lebens. Christus Sieger, Christus König, Christus, Herr in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben.
bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von diesen kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Gebote, Verbote, man hat sie nicht gern und es gibt ja auch zu viele. In der Straßenordnung und bei jedem Verein und was weiß ich, der Staat gibt in so vielen Bereichen Gesetze, nach denen sich alle halten müssen. Und man hat sie eigentlich nicht lieb und doch sind sie notwendig, um Schlimmeres zu verhindern. So Vorschriften oder Versprechungen macht man nicht gerne. Man fürchtet auch so leicht, dass man dann das Versprechen nicht halten kann. Sicher ist es ihnen schon oft so ergangen, dass sie jemanden gefragt haben, möchtest du nicht das oder jenes auf dich nehmen? Bleiben wir im Bereich des Religiösen. Möchtest du nicht auf dich nehmen, täglich irgendetwas zu beten in einem Anliegen? Es gibt ja genug Anliegen. Und sehr oft bekommst du dann die Antwort, naja, schon, aber ich möchte mich nicht verpflichten. Man fürchtet das Verpflichten, man fürchtet, es könnte dann sein, dass man einmal doch vergisst oder einmal doch es auslässt aus irgendeinem Grund und dann habe ich dann eine Sünde? Das fragen sich viele. Aber ich frage, was ist mehr gegen Gott gerichtet? Wir können es ruhig sündhaft nennen. Wenn ich von vornherein etwas zurückweise, dann nehme ich mich überhaupt nicht an. Oder wenn ich es nicht zurückweise, annehme, aber nicht ganz erfüllen kann. Das ist doch klar, dass es besser ist, ich nehme es an und selbst wenn ich es nicht ganz erfüllen kann, das ist das Bessere. Und nicht sollen wir das Bessere zurücklassen, weil wir das andere, nicht so Gute, vielleicht nicht zusammenbringen. Das ist ein verkehrter Tausch. Umgekehrt wäre es richtiger. Und so dürfen wir auch alle die Gebote, die Gott uns gegeben hat, sehen, grundsätzlich annehmen, das ist wichtig. Auch das, was uns die Kirche sagt, grundsätzlich annehmen. Und wenn wir es nicht immer schaffen, wir haben einen barmherzigen Gott. Freilich nicht so, dass man auf die Barmherzigkeit Gottes hin sündigt. Er ist eher ein guter Mann sozusagen. Da kann ich tun, was ich will und er verzeiht sowieso wieder. Nein, das wäre gegen die Liebe. Denn die Liebe ist auch eine Verpflichtung. Aber die Barmherzigkeit Gottes ist etwas Großes. Und auf die Barmherzigkeit Gottes dürfen wir ganz und gar vertrauen.
Wer ist denn ohne Fehler? Wer ist denn ohne Sünde? Niemand. Wir brauchen die Barmherzigkeit Gottes. Wir brauchen sie wegen unserer Unzulänglichkeiten. Wir brauchen sie für die Dinge, die wir versprochen haben und nicht gehalten haben. Aber viel mehr noch für die Dinge, die wir von vornherein abgelehnt haben, wo wir gleich Nein gesagt haben. Das ist nicht im Sinne Gottes. Und die Heiligen sagen uns das ganz deutlich. Hätte Maria nicht Ja gesagt zu dem Angebot, das sie vom Engel bekommen hat, eigentlich von Gott, dann wäre die Erlösung durch Jesus Christus ausgeblieben. Es hängt so viel davon ab, dass wir Ja sagen, dass wir uns daran halten, was wir grundsätzlich ja tun möchten, nämlich an Gott glauben, ihn lieben, auf ihn vertrauen. Wir tun es, wir möchten es. Wir bringen es auch oft zusammen mit der Gnade Gottes. Danken wir dafür. Und seien wir nicht stolz, wenn wir es zusammengebracht haben, denn ohne die Gnade Gottes hätten wir es ohnehin nicht geschafft. Und seien wir auch nicht zu stolz, um die Gnade Gottes zu bitten, um die Hilfe Gottes zu bitten, denn noch einmal, ohne die Gnade Gottes schaffen wir letztendlich ja nichts, zumindest nichts Gutes. Gott ist gut, Gott ist vollkommen. Und Jesus hat uns gesagt, seid vollkommen, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Gelobt sei Jesus Christus. Jesus Christus ist gekommen, um Gottes Gesetz zu verwirklichen. Er ist uns als Wort des Lebens geschenkt. So lasst uns zu seinem Vater im Himmel beten. Für Israel, das erstgewählte Gottesvolk, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Für die Bischöfe, als die von ihm bestellten Künder des Gotteswortes, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Für ein Europa, das seine jüdisch-christlichen Wurzeln nicht vergisst. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Für die Menschen, die sich nach Gerechtigkeit und Frieden sehnen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Um Politiker, die sich in ihrem Handeln von Gottes Wort bestimmen lassen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Familie Johann Riegler für beiderseits verstorbene Geschwister. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gott, der uns sein Wort schenkt, weist uns auf den rechten Weg. Ihm sei die Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Kommt ihr Christen all zusammen, heilig, heilig, singt mit Freud ihn. Jesu Namen, heilig, heilig, lass
Lasst uns loben und anbeten ohne End. Jesus in dem Sakrament, heilig, heilig. Hier in diesem Wunderbrot, heilig, heilig. Gepriesen bist du, Herr, also Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot auf der Erde und dem Schatten. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein. Bittet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lobe und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr, nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und beschütze alle, die sich zur Feier des heiligen Opfers versammelt haben, vor jeder Gefahr. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu preisen und in dieser Zeit der Buße durch Entsagung zu ehren. Die Entsagung mindert in uns die Selbstsucht und öffnet unser Herz für die Armen, denn deine Barmherzigkeit drängt uns, das Brot mit ihnen zu teilen, in der Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei er, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und bitten dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot
und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Ludwig und alle Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb wagen wir zu sprechen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Wir wollen ihn bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, in diesem Mahl hast du uns mit dem Brot des ewigen Lebens gespeist. Befreie uns von Falschheit und Irrtum. Heilige uns und erfülle an uns deine Verheißungen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Kommt, ihr Christen, all zusammen. Das ist ein Wunsch, den die Kirche an alle ihre Glieder immer wieder ausspricht. Kommt, ihr Christen, kommt zusammen, alle. Wir müssen ja viele vertreten, weil wir nicht alle sind, aber wir können für alle beten und sie alle mit einschließen. Kommt, das sagt er uns immer wieder, kommt, ich bin da. Ich bin der, ich bin da. So hat er sich ja auch geoffenbart. Ich bin Jahwe, der ich bin da. Der, der da ist, immer, und der auch für uns da ist. Heute, an diesem Abend und alle Tage. Und heute, an diesem Abend, möge er uns in besonderer Weise noch mit seinem Segen begleiten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche noch einen guten, gesegneten Abend und eine gute Nacht. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott.